Wir sind überglücklich, 3 Punkte geholt, hart umkämpftes Spiel. Das wussten wir aber vorher, da haben wir uns drauf eingestellt. Wir wollten mit aller Macht die 3 Punkte hier behalten und das haben wir geschafft. Und wie gesagt, sind darüber überglücklich und das ist erstmal das, was zählt. Ja, war natürlich ein super Gefühl. Wir wollten gut reinkommen, wie wir meiner Meinung nach in der Vorbereitung fast in jedes Spiel gut reingekommen sind. Haben wir heute auch wieder geschafft. Natürlich hilft dann so ein frühes Tor einfach enorm, fällt eine große Last ab, was uns dann aber nicht passieren darf, dass das Spiel dann danach, dass wir den Gegner so ein Stück weit meiner Meinung nach wieder ins Spiel kommen lassen, nicht mehr die Intensität fahren, die wir eigentlich fahren wollten und ja, dann wird es ein offener Schlagabtausch, auch mit der großen Chance zum 1-1 für Bayreuth, wo uns Pony überragend im Spiel hält, aber auch solche Phasen musst du überstehen, wir haben alles reingeworfen und am Ende dann auch verdient gewonnen. Ja, enorm wichtig. Also natürlich pusht sowas sehr. Wir wissen, glaube ich, auch, oder das sollte jeder wissen, dass wir hier jetzt nicht jeden Gegner einfach von A bis Z an die Wand spielen. Es gibt auch Phasen, die einfach schwer sind zu überstehen. Und da brauchen wir natürlich die Unterstützung von den Rängen. Und das hilft uns da sehr, nochmal die Extrameter zu gehen. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir den ersten Sieg direkt holen konnten. Freut mich für die Mannschaft extrem, weil ja, die Vorbereitung war hart. Wir haben uns alle reingehauen und deswegen freut mich es umso mehr, dass wir jetzt den ersten Sieg holen konnten. Ja, das ist natürlich immer das Wichtigste als Innenverteidiger. Da freut man sich, wenn die ganze Abwehr performt hat und ja, das freut mich extrem. Ja, war eine schöne Atmosphäre. Hat mich gefreut, dass auch so viele da waren. Und ich hoffe, dass die nächsten Spiele noch ein paar mehr da sind, damit wir noch mehr zusammen feiern können.